Warum waren wir hier heute eigentlich? Warum waren wir eigentlich heute hier? Weil Kirchen im Dorf lassen Unterstützung braucht. Ja, und ich meine, ein bisschen größer, so für mich ist einfach, ich meine, Corona geht vorbei irgendwann, ne? Aber alles andere, die Klimakrise, die Klimakatastrophe, die geht weiter und die Vernichtung von Lebensgrundlagen, ne? In Wäldern, in landwirtschaftlichen Flächen und in den Dörfern da hinten. Und wir wollen einfach mit unserer Anwesenheit und mit vielen anderen Leuten die Leute hier unterstützen, die ihre Heimat nicht verlieren wollen. Deswegen waren wir hier. Ja, und ich finde es ein Unding. 8 Wochen lang ist die Wirtschaft runtergefahren. Die Kraftwerke brauchen nicht so viel Strom herstellen. Aber hier der Tagebau Vorfeld, da geht es einfach weiter. Als ob keine Leitentsteinung noch offen steht. Ich finde das hier wirklich Psychoterror, was man mit den Bewohnern und den Bewohnerinnen hier macht. Warum wird ein Friedhof jetzt schon leergeräumt? Also ich finde es unerträglich, wie hier mit den Menschen umgegangen wird. Diese Kohle ist nicht mehr nötig. Aber Hambi bleibt und die Dörfer bleiben auch. Ja, ich war hier natürlich, um meine Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die hier in den bedrohten Dörfern leben. Aber ich finde auch ganz toll, dass es jetzt diese Gruppe gibt, die Kirchen im Dorf lassen. Ich war nämlich mit Hubert Perschke im Mai 2018 diejenige, die auf dem Katholikentag war und angefangen hat mit dieser Unterschriftensammlung für die Kirchen im Dorf lassen. Und das hat ja unglaublich Fahrt aufgenommen. Es gibt mehrere tausend Unterschriften dazu. Und ich selber hatte dann, weil auch die Kohlekommission dann kam und so viele andere Herausforderungen und Verpflichtungen, nicht die Zeit mehr, mich um das Thema so zu kümmern. Und jetzt plötzlich, 2 Jahre später, gibt es eine ganze Gruppe. Es gibt eine Internetseite, die sind auf Twitter. Und ich finde einfach ganz toll, wie viel unglaublich viele Leute sich jetzt engagieren und einfach mitmachen. Und auch wie viele Menschen aus christlichen Beweggründen sich jetzt hier zusammenfinden und die Menschen unterstützen in den Dörfern und die auch diese unglaubliche Zerstörung von Natur und Mutter Erde helfen wollen zu verhindern. Ich bin immer hier, wenn in kein Berg eine Demo ist oder irgendetwas los ist. Ich wohne zwar nicht jetzt hier in den kleinen Erkelenzer Dörfern, ich komme aus Suppenhofen. Aber stört mich schon seit Jahrzehnten, dass hier die Braunkohle abgebaut wird und die ganze Landschaft zerstört, all die Dörfer abgerissen. Am meisten hat mich bewegt und traurig gemacht, als Immerath abgerissen wurde. Ich hatte eine Beziehung zu Immerath. Ich habe da für unsere Diakonie in Hüppelhofen Besuchsdienst gemacht. Und dann hörten wir, dass Immerath dem Boden gleich gemacht wird. Und ich konnte das nicht glauben. Ich habe es lange nicht geglaubt. Mir hat das so furchtbar leid um den Dom getan, weil ich diese Kirche seit Jahrzehnten immer bewundert habe. Wenn man von Erkelenz kommt und dann die Straße hier lang fuhr, von Weitem sah man schon die Zwillingstürme. Das war sehr traurig. Ja, Immerath ist nicht mehr. Jetzt ist kein Berg ganz stark bedroht. Der Bagger steht ja hier direkt links von mir. Und ich kann ja nichts tun. Aber ich kann wenigstens dabei sein und überall sagen, dass ich dagegen bin. Ich hasse RWE.